Wir haben in Werm einen Verein, Historische Landbearbeitung, und da versuchen wir, das alte Handwerk eben nahezubringen. Das heißt also, in Werheim wird noch richtig historisch geerntet, gesät und dann auch noch gedroschen. Und wer wird verdroschen? Mal schauen, wer sich anbietet. Habt ihr schon ein Telefon in Werheim? Wir haben auch schon ein Telefon in Werheim, ja. Jetzt haben wir hier ein Bilderrätsel und unsere Obers hier, die werden uns jetzt mal zeigen, was das für ein See hier ist. Na, und? Schon erraten? Schmeckt? Ja, sehr gut. Wo kommt ihr her? We speak English. Yes, of course. Where you come from? Yeah, Czech Republic. And you like it here in Oberursel? Ja, sehr. This is apple wine with a little bit of grape. Yeah, and just a little bit of alcohol. Yes, yeah. Wir sind hier im Kinderland und hier gibt es eine ganz interessante Geschichte. Hier wurden Pflastersteine gepflastert, nicht nur hier aus der Umgebung, sondern aus der ganzen Welt. Also zum Beispiel haben wir hier Gernsbach-Oberstrot oder Heiligenrot, aber interessant hier aus Peru. Ein Pflasterstein aus Peru. Hier drüben haben wir einen aus Beaune, aus Frankreich. Was haben wir hier noch zu finden? Hundstadt. Und wo anders als hier in Oberursel liegt Kelkheim, direkt neben Kathmandu, Nepal. Gabi! Gabi, komm doch mal gerade zu mir. Das ist die Gabi. Macht Spaß, mit den Kindern hier zu arbeiten? Ja, es ist wirklich gutes Arbeiten hier. Viel Zuspruch, viele Leute, die hierher kommen? Doch, wir haben schon die ganzen Tage sehr guten Zuspruch, auch von morgen an. Und die Kinder sind oft sehr intensiv und sehr lange am Arbeiten und haben da viel Spaß und viel Geduld bei den Holzarbeiten. Manche bringen auch ihr Werkstück nochmal mit, arbeiten am nächsten Tag nochmal weiter. So sind die gut dabei. Auf dem Hessentag in? Oberursel. Super, ist wie abgesprochen. Wie heißt du? Sarah. Und du? Carolina. Und ihr kümmert euch hier um die Kinder, die abgegeben worden sind, weil keiner mehr da ist, der sich um sie kümmert, weil die Erwachsenen ins Weindorf gegangen sind, oder? Nein, die Eltern sind ja auch noch irgendwo begeistert mit dabei und arbeiten am Holz und so. Hier wird gehämmert und geschlagen. Darf ich Sie mal kurz was fragen? Ja, gerne. Das hier ist doch das Kinderland. Warum sind denn Sie denn hier am Arbeiten? Damit das Finish okay ist. Und was wird das, wenn es fertig ist? Also, wenn man das nicht sieht, ist ein Einbaum, oder? Hier ist richtig was los, hier kann man Papa beim Arbeiten zugucken. Finde ich total gut. Ja, was ist denn ein Einbaum? Ein Einbaum ist quasi die Urform eines Bootes. Da wurde ein Baum ausgehöhlt und hat sich reingesetzt und ist damit auf dem Wasser dann rumgefahren. Ja, aber aus so einem Baum kannst du doch zwei machen und machst den doch in der Mitte dann durch. Nee, ein eben. Einbaum ist ein aus Baum, der inne hat ganz wenig Raum.